Ja, es gibt immer wieder Probleme mit dem Wort Dichte als solches. Wir hatten uns gerade darüber gestritten, was passiert, wenn ich einen Würfel aus Eisen habe, der nur 7,8 Gramm wiegt, und zwar 7,8 Gramm pro Zentimeter ist ja die Dichte des Eisens. Also hier, dieser graue. Und ich habe einen Würfel aus Wasser, der hat 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Jetzt muss ich mir klar werden, schwimmt Eisen in Wasser? Der Erfahrung nach nicht. Und das kann man auch physikalisch begründen, und zwar so. Jetzt sieht 7,8 Gramm ja viel leichter aus als 1 Kilogramm. Aber wenn ich diese Einheit Gramm mit 1000 multipliziere, erhalte ich Kilogramm. Achtung, der Bruchrechnung nach muss ich hier auch mit 1000 multiplizieren. Demzufolge ergibt das hier und das hier eine entsprechend andere Einheit. Ich schreibe die mal dahinter. Das wäre dann durchgestrichen Kilogramm und das durchgestrichen Kubikdezimeter. Und somit habe ich praktisch wieder den gleichen Namen unterm Bruchstrich, nämlich die gleiche Einheit Kubikdezimeter, und oben ist automatisch Kilogramm draus geworden. Und jetzt kann ich sagen, Eisen hat eine höhere Dichte als Wasser und demzufolge muss es schwimmen. Mein Modellwürfel, den ich gerne male, der müsste das eigentlich auch noch mal veranschaulichen. Ein kleines Würfelchen aus, egal was, ist natürlich leichter als ein großer Würfel. Wenn ich aber in Zehnerschritten, nämlich hier, multipliziere, 10 mal 10 mal 10, dann komme ich auf 1000 Kubikzentimeter. Das wäre ein Kubikdezimeter. Also ein kleines Würfelchen ist auf jeden Fall leichter als das große Würfelchen, hat weniger Masse. Aber nochmal zu den Einheiten. Das wird dann automatisch eine vergleichbare Einheit. Gucken wir uns den Fall nochmal hier auf diese Art an, hier unten. Na, das war ja auch interessant. Gut, wenn ich die Zahl 7,8 mit 1000 erweitere, dann muss ich erweitern, aber auch wirklich konsequent tun. Dann muss ich 7,8 Eintel, also auch unten mit 1000 multiplizieren, unterm Bruchstrich. Und dann ändert sich nichts, denn 7,8 mal 1000 sind 7800, durch 1000 sind es wieder 7,8. Also die Zahl selber erweitern bringt gar nichts. Ich muss die Einheiten erweitern, dann wird es auch was Schickes draus. Ähnlich wie wir es vom Bruchrechnen her kennen. Wenn ich hier eine Dreiviertel Pizza hatte, hier insgesamt meine Dreiviertel Pizza, und ich möchte die durchschneiden, dann muss ich mir darüber klar werden, dass ich ja hier eigentlich im Geiste noch zwei Stücke liegen habe, die ich auch trennen muss. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teile. Das Ganze kann ich auch mal 10 machen. Und jetzt haben wir diesen Streit eigentlich schon beendet. Was heißt Streit? Das war eine Frage zu klären. Ich kann diese Pizza auch in lauter Zehnerteile, also noch mal 10 tellen. Das heißt, noch kleiner machen. Heißt aber oben und unten rein rechnerisch mit 10 zu multiplizieren. Und hier haben wir den ganzen Zusammenhang noch mal dargestellt. Ich hoffe, das Thema Dichte ist etwas klarer geworden. Ich mache mal eine Pause für Rückfragen. Die Dichte hängt ab von der Masse der Atome, die drin sind. Nehmen wir mal an, wir haben in einem Würfel, einen Atomwürfel, so einen kleinen Würfel gibt es eigentlich gar nicht, haben wir vier Wasserstoffatome. Dann haben wir in einem gleich großen Würfel nur ein Chloratom. Dieses Chloratom hat aber hier drin die Masse richtig konzentriert, wobei die Wasserstoffatome in ihrem Atomkern auch die Masse konzentriert haben. Bloß hier habe ich auf diesem Platz nur 4 und auf dem vergleichbaren Platz sogar 17 U. Das U ist praktisch eine Art wie Gramm, bloß das ist eine Einheit für Atome, weil die so furchtbar leicht sind. Also das wäre hier 4 U Unit und das wären sogar 17 U bei gleichem Platz. Und jetzt kann man sich vorstellen, bei gleichem Platz, das ist eine sehr modellhafte Vorstellung, dass ein, was auch immer, ein Körper aus Chlor wesentlich dichter ist als ein Körper aus Wasserstoff. Ja, klar, die Frage war klar. So, eine sogenannte Stoffmenge, das macht man vor allem in der Chemie, von einem Mol, das ist uns jetzt mal egal, das sind 6 mal 10 hoch 23 Teilchen, also. Wenn ich hier anfange mal zu zählen, das wäre hier, probieren wir das mal. 1000 Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trillionen, Trilliarden, 600 Trilliarden Teilchen. So viel ist ein Mol und das nimmt noch nicht mal viel Platz weg. So, und jedes Teilchen von Wasserstoff wiegt zum Beispiel ein U, hier, ein U. Und jedes Chlorteilchen 17 U. Sogar 34 U.
ist jetzt egal. Ich habe jetzt bloß mal ein Beispiel mit 17 U genommen. Das gibt es jetzt nicht. Ist egal. Dann kann man sich vorstellen, wenn ein Teilchen mit 17 U den gleichen Platz einnimmt wie 4 Wasserstoffatome mit 4 U, woher die Dichte kommt. Ne? Noch ein Rechenbeispiel für die Dichteerrechnung, damit wir hier mit den Einheiten hier, damit wir da klarkommen. Beispiel gegeben ist folgender Fall. Ich habe eine Masse von, sagen wir mal, 8000 Gramm. Und ich habe ein Volumen von 2 Kubikdezimetern. Und es ist die Dichte gesucht. Dann geht man lösungsmäßig so ran, dass man sagt, immer erst die Formel hinschreiben, Rho ist gleich M durch V. Groß V, ne? Wohlgemerkt. Und jetzt einsetzen. Weiß ich Rho, weiß ich nicht, schreibe ich Rho. Ist gleich, schreibe ich ab. Das ist das gleiche ist gleich wie hier oben. Den Bruchstrich kann ich schon mal hinschreiben. M kann ich einsetzen. Ich weiß es nämlich, das sind 8000 Gramm. Und jetzt sage ich, aha, hier unten für V schreibe ich 2 Kubikdezimeter. Jetzt könnte ich ja eigentlich loslegen, ne? Dann schnappe ich mir die Zahlen, ich bin jetzt mal ein bisschen sorglos und sage 8000 durch 2, nein, Moment, später, ist 4000 und 2 durch 2 ist 1. Und jetzt könnte ich loslegen und könnte sagen, und das schreibe ich mal rot, weil es Mist ist. Das ist keine gebräuchliche Einheit. Das sind 4000 durch 1, lasse ich als 4000 Gramm pro Kubikdezimeter. Das ist Mist, das ist keine gebräuchliche Einheit hier, sondern Kilogramm pro Kubikdezimeter. Also muss ich was tun. Ich muss hier erst überlegen, 4000 Gramm, hier muss ich an der Stelle hier, da muss ich erst was tun, die richtige Einheit nehmen. Moment, hier gibt es eine Zwischenfrage. Naja, klar, die Aufregung kam, als ich hier das extra falsch gemacht habe. So, wenn ich hier in Kilogramm pro Kubikdezimeter, das wäre eine normale Einheit, wenn ich damit rechnen will, dann muss ich was tun. Also muss ich sagen, ich muss umwandeln, 4000 Gramm sind 4 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Das wäre mein Ergebnis, nicht anders. Also die Einheiten so umwandeln, dass wir eine gebräuchliche Einheit bekommen. Das wäre Kilogramm pro Kubikdezimeter oder Gramm pro Kubikzentimeter. Und bei Gasen meinetwegen noch Kilogramm pro Kubikmeter, aber das ist hier sowieso nicht der Fall gewesen. Ich mache an der Stelle nochmal wieder eine Pause. Natürlich, jetzt kam auch, warum kann man nicht gleich mit Gramm pro Kubikzentimetern rechnen? Ich schreibe das mal in grün hier hin. Also ich mache jetzt an der Stelle mal weiter hier. Ich mache das so. Dann schreibe ich Rho ist gleich, ne? Abschreib, Bruchstrich, abschreib. Und jetzt 8000 Gramm. Und jetzt sage ich mir, 2 Kubikdezimeter sind ja 2000 Kubikzentimeter. Dann habe ich auch eine gebräuchliche Einheit. Hier. Das geht auch. Das ist auch vernünftig. Und dann kann ich weitermachen. Kann hier 8000 durch 2000 ist auch 4. Ne? Und dann hätte ich 4 Gramm pro Kubikzentimeter. Na klar. Genau so geht das auch. Richtig. Die beiden hier sind die gebräuchlichen Einheiten und richtigen Ergebnisse. So, dann haben wir soweit alles gelöst. Jetzt schreiben wir das Testchen und ich mache das Video erstmal dicht.